Hey Thanos, hier hatte ich jetzt für euch das Equinox Augment Friedliche Provokation. Wenn wir dieses Augment ausgerüstet haben, bekommt unser Beruhigen und Provozieren Verbesserungen. Wenn wir Beruhigen aktiv haben und wir oder Verbündete in der Reichweite Schaden erleiden, bekommen die Gegner einen Geschwindigkeitsdebuff von bis zu 40%. Wenn wir Provozieren aktiv haben und Gegner in diesem Radius Schaden erleiden, bekommen wir einen Stärkebonus von 15%. Ihr wisst ja, Provozieren funktioniert so, dass alle Verbündeten in der Reichweite einen Stärkebonus bekommen und das hier zählt einfach additiv drauf. Zusätzlich skaliert hier Fähigkeit Stärke drauf, aber das Ganze ist gekappt. Bedeutet, wenn wir jetzt flüchtige Stärke und blinde Wut drin hätten, würde das hier hochskalieren auf insgesamt 80% Fähigkeit Stärkebonus für jeden Verbündeten in unserer Nähe. Das Speed-Debuff-Cap liegt bei 80%. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht so ganz genau, wie das mit dem Cap funktioniert, weil wenn ich nur blinde Wut und einen Exilus-Mod drin hätte und bei 200% Fähigkeit Stärke wäre, würde ich nicht auf diese 80% Stärke-Buff kommen. Also ist ein bisschen komisch, aber muss man einfach ausprobieren. Wie kommt man auf diese 80%? Na, ist ganz einfach. Die Fähigkeit an sich bringt 50% maximal und das Cap von dem Augment liegt bei 30%. Bedeutet, wir sind bei 80% und das kann man ganz einfach nachschauen. Wir aktivieren diese Fähigkeit, dann bekommen wir oben direkt schon mal den Bonus von 50% angezeigt, den wir schon mal flat haben durch die Fähigkeit und von jedem Gegner, den wir jetzt töten oder dem wir Schaden machen, bekommen wir noch mehr Prozente hinzu. Das heißt, das geht jetzt langsam hoch. Und ein Gegner müsste jetzt noch fehlen, damit wir am Cap sind. Und schon wären wir jetzt am maximalen Cap. Und ich muss sagen, 80%, die wir so hinzubekommen können, ist doch genial. Problem ist, diese Fähigkeit verbraucht Energie. Für jede Fähigkeit, die in unserem Radius gecastet wird. Bedeutet, im Endeffekt bleibe ich bei so einem Bild hängen, das ist mein stinknormaler Equinox-Bild, fokussiert auf die Ulti und der Teambuff ist einfach nur nebenbei. Und ich kann euch das gerade mal zeigen. Der Stärke-Buff ist jetzt nicht phänomenal, aber dafür ist der Energieverbrauch wirklich minimal. Schauen wir doch gerade mal. Das war dann die 3, die ich aktivieren muss. 22% habe ich flat, also alleine durch Fähigkeit Stärke und die Fähigkeit. Und ich bin tot. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, komme ich jetzt hoch auf, lasst mich lügen, 39%. Ja. 39% ist hier mein Cap und ich bekomme also 17% alleine durch diese Fähigkeit hinzu. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, also 17% durch das Augment hinzu. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dafür, dass unsere Kosten nicht ansteigen, finde ich das wirklich sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal.